Ja, und damit herzlich willkommen zu einem Stream hier bei mir. Selten ist geworden, vor allem auf Twitch. Das ist jetzt gerade so ein bisschen ein technisches Experiment, aber ich dachte, ich stream mal wieder. Ich denke mal, die Musik mache ich noch mal ein bisschen leiser. Aber ihr gebt's mir dann hoffentlich eh Bescheid im Chat, ob dann irgendetwas zu laut oder zu leise ist. Aber ich denke mal, es sollte passen. Ja, Cargo DLC ist draußen. Ich habe schon ein bisschen rumgespielt und die Server brennen momentan. Ich habe eine Umfrage gemacht, wie es aussieht. Stellwerke zeigen oder 3000 Tonnen Zug fahren. Und das ist tatsächlich Stellwerke zeigen auf Punkt 1 gewesen. Das Problem mit den Stellwerken ist aber, ich zeige es euch mal ganz kurz, auf dem Server, wo es Spaß macht, da ist halt alles dicht. Wer hätte es gedacht? Und dann kannst du hier ewig lang warten. Ich glaube, da mache ich dann ein dediziertes Video dazu. Und auch lokführermäßig sind die meisten guten Sachen vergeben. Zumindest die mit der ET22. Also mache ich das nächst Schwierigere. Und das ist Singleplayer fahren. Und zwar mit der ET22 und dann gleich 3000 Tonnen. Das soll ein sehr spannendes Szenario sein und entsprechend fordernd. Und zwar ist es hier ET22 Cargo Coal Mine Operations. Dauer ungefähr 3 Stunden. Ich würde sagen, da starten wir mal kurz rein. Das ist mit Manöver und allem. Und an der Stelle natürlich Hallo an Twitch an alle, die schon mit dabei sind. So, das sollte eigentlich nicht lange dauern mit dem Laden. Und dann fahren wir eine kleine Runde. Welcome to the freight scenario at KWK Stashits. Prepare for departure. The dispatcher will provide the signal shortly. Ja, diese Stimme. So, wir machen mal die Instrumentenbeleuchtung hier mit an. Bremseinstellung, Güter, das passt. Alles andere ist ja auch schon ready. Was ist sie? Die schöne ET22. Und hi Sebastian. Wir könnten... wo haben wir hier... Ach, hier ist es jetzt. Mal beide Stromabnehmer hochnehmen. Zumindest für das Anfahren. Und das ist unser Stahlzug. Schauen wir mal ganz kurz. Timetable. Von Stawiska fahren wir bis nach Katowice, Much irgendwas. Und dort werden wir dann unseren nächsten Zug dann abholen. Von dem zur nächsten Destination und dann später ins Depot. Understood. Alles klar, mach mal. So, einmal lösen bitte. Ja, Leistung nimmt er mir noch nicht. Ich will nicht nach hinten rollen. Jetzt, sehr gut. Und wir rollen. Nice. So, dann werden wir jetzt mal kurz die Szene hier wechseln. Spiel auf Vollbild. So. ...20 erlaubt, dann geht es dann gleich weiter mit 30 und 40. Oh shit. Hab schon zu viel. Na komm. Moin Nachbauer!
Ich freue mich schon sehr aufs Bremsen. Das wird wunderbar mit 3000 Tonnen. So, können wir eigentlich den wieder zurücknehmen. Nee, war zu viel. Wir schleudern. Ist soweit okay von der Lautstärke oder so legen etwas lauter oder leiser? Es muss der Schleuderschutz sein, der da runtergeht. Probieren wir es nochmal. Ja. Schleudern. Perfekte Kombi. Richtig schwerer Zug und dann auch noch Schnee. Ich meine, die allgemeine Distanz ist gar nicht mal so weit. Ich glaube, es sind 75 Kilometer. Aber wir sind halt einfach langsam. Sand. Eigentlich noch ein guter Punkt. Wo tue ich denn bei dem Kollegen hier sanden? Schleuderschutz, Geschwindigbegrenzung. Wo ist hier Sand? Das kann ja gar nicht so weit weg sein. Oder ist es der Schleuderschutz? Kurz was ausprobieren. Wenn ich den jetzt loslasse. Nee, beim Schleuderschutz macht er die Bremse rein. Yeah, wir sind fast bei 20. Ich glaube, jetzt geht's. Nee. Schutz. Das klingt nicht gut. So, besser. Haben wir hier einen Scheibenwischer an, aber er hantiert nicht so schnell. Ja, geil. Wir kommen auf Speed. Au, das wird eine Katastrophe werden. Wie jetzt? Halt, erwartet in 2 Kilometer. Nein, mein Spiel, bitte. Oh, danke. Roger macht wieder hier meinen Abflug. Oh, Spiel, bitte. Tu mich nicht anhalten. Jetzt habe ich so lange gebraucht, bis ich hier mal auf Geschwindigkeit komme. Unten links auf dem Boden. Ah! Ja, macht Sinn, dass es da ist.
Ja, von da aus einen ziemlich schrägen Weg. Ich habe auch so dezent die Orientierung verloren, wo wir hier eigentlich sind. So eine Karte wäre jetzt nicht schlecht zum einmal aufrufen. Joshi, was meinst du? Hast du Ton? Würde ich irgendwas einstellen? Ach Mann, ich will da nicht anhalten. Geht doch. Okay, 30. Dann gehen wir, versuchen wir mal ein bisschen mehr Leistung zu geben. Und wenn wir schneller fahren dürfen, dann versuchen wir es auch. Ist dann interessant, dass die ET22 zwei Zwischenstufen hat. Wo man dann hier mit dem zweiten Fahrschalter dann durchschalten kann. Ich gehe davon aus, das ist halt jeweils für die Motorgruppe auf der Achse. Weil wir haben ja insgesamt 6 Achsen. Ja, das wäre Stufe 2. Man kann noch alle 2 Minuten schreiben. Ja, das ist schlecht. Warte mal, kann ich hier so den Slow-Modus ausmachen? Wenn ich das auf die Schnelle finde mit dem Slow-Modus. Ah ja, da. So, jetzt sollte er aus sein. Entschuldigung, ganz übersehen, dass der an ist. So, 30. 1,6 Kilometer. Ich weiß gar nicht, warum ich die überhaupt angemacht habe. Oder aus Versehen über das Stream Deck. Oh, servus Kollege. Naja, ist aber nicht gerade ein kurzer Güterzug hier. Knapper Kilometer, wir bleiben erstmal so. Beziehungsweise. Oh, sieh mal, warum leckst du? Ich bin noch nicht mehr Multiplayer drin. So, ich denke, das reicht jetzt mal für den Moment. In welche Richtung gesehen ist eigentlich hier Katowice? Ist Katowice da so links nach oben? Der Bahnhof? Ist es das, wo hier die anderen Güterzüge immer spawnen? Da hinten in dem Loop? Rechts?
da hinten. Okay. So, gehen wir der Leistung auf. Ist halt irgendwie die gemeinsten Lars, die gefühlt halt nur so 20 Meter lang gehen. Aber da darfst du einfach mal runter. Kann man ja die Brücken hier fixen. Ja, das war zu viel. Scheiße. Komm. Du schaffst es. Sieht man irgendwie an die Räder? Nee. Klinge tut's aber nicht gut. Okay. Ich glaube, wir sind good to go. Ja, passt. Sandwort bei mir nicht belegt. Ja, ich werde mir jetzt auch kein Hotkey dafür raussuchen. Eventuell später irgendwann mal. Jetzt für die Session tut es erstmal so. Shit, da kommt 20. Da kommt man überhaupt nicht vom Fleck. Und das auch noch bei so einer Steigung. Ich glaube, da werde ich die Zenten mal ein bisschen zu schnell drüber fahren. Ich habe da ein bisschen Angst, zu langsam zu werden. Ja, da kommt das Gewicht. Ja, sowas kannst du doch nicht machen. So, zweite Motorgrube. Fuck. Er hat mich wieder rausgekickt. Scheiße. Komm, 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 komm. Zieh hoch hier. Du bist grenzwertig unterwegs von den Ampere. Sag mal, Yoshi, bei deinem ersten Durchlauf, wo war der Punkt, wo du nicht weiterkommen bist? Wo ich dann vielleicht besonders aufpassen sollte? Nach dem Manöver, okay. Yes, wir kriegen Geschwindigkeit.
glaube, ich weiß, warum es mir da vorhin jedes Mal wieder die Zunden hat. Der hat da beim Wechsel jedes Mal so einen kleinen Sprung drin. Oha, was kommt denn da entgegen? Eine einzelne Lok. Mein Kollege. Okay, Rollen soll es sein. Ich glaube, ich lasse jetzt mal rollen auf die 50 hin. Die Minuspunkte kassiere ich jetzt mal. Bist du seit dem Update schon mal den Nebenstreck gefahren? Nur kurze Stücke. Und nicht komplett ab. Steht noch aus. Wieso gibt es da großartige Veränderungen? Mal abgesehen jetzt da bei Julius, wo die Strecke jetzt schneller geht. Vielen lieben Dank für den Follow. Willkommen in der Chaosbande. Zahnzigerkühlung eben hat verschwinden, aber nach kurzer Zeit wieder. Ja, das ist natürlich ein bisschen suboptimal. Aber ganz ehrlich, die ganzen Nasen auf der Langsamfahrstrecke, die sind echt furchtbar. Das waren sie von Anfang an. Gerade immer so diese kurzen Stellen da. Am liebsten einfach durchfahren würdest. Bremsen wir mal hier mal ein bisschen ein. Das sollte schon mal reichen auf die 20. Stufe 21. Ja, und der nächste von der Gegenrichtung da unten. Ich möchte nochmal irgendwann mit der Chance kommen, über 50 zu fahren. Naja, 40, 50.
sogar mal pfeifen hier. Ja, natürlich. Auch wenn es ein bisschen ein teurer DLC ist. Aber die ET22 wollte ich dann schon mal fahren. Oh, anhalten in 730 Meter. Mein 10. Na komm, schaltet er wieder um oder muss ich jetzt wirklich anhalten? Das heißt mal bei 7 nie so genau. Da mit der KI. Oh, da ist schon sehr lange nichts mehr gefahren. Gilt auch für das Gleis da zur linken Seite. Ja, 300 Meter. Was ich noch ein bisschen schade finde, ist, man kann im Singleplayer nicht speichern. Und dass man von einem Punkt X dann halt wieder reinlädt. Ah, ich bin überhaupt nicht im Multiplayer, ich bin im Singleplayer. Ich spiele das Szenario, wo man diesen 3000-Tonnen-Zug fährt. Mit Manöver und so. Manöver hat es ja nicht im Multiplayer, was ja so semi-geil ist. Der lässt mich echt anhalten. Was soll denn das? Wenn ich jetzt ja versucht mit Multiplayer und den Stellwerken, aber auf den Spaßservern ist halt alles belegt. Boah, komm ich schon, KI. Oh, jetzt sind wir noch mal ein bisschen vor hier. Ach, warte mal, wir können mal den TD2-Move machen. Stashes to 443021. Radio check after switching to channel 3. Loud and clear in Stashes. Understood. Oh shit. Ich wollte eigentlich was anderes, aber gut, haben wir es gemacht. Nee. Okay, da muss ich drauf achten. Gut. Kann man jedes Mal zeffen, wenn hier Radio changes. Alles klar. Ist die Level. Er kommt drauf an. Ich glaube, beim Fahren bin ich Level 17. Fahren ist leider 14. Ich meine, es macht schon Sinn, dass man einen Video-Check macht, aber. Ja. Gestern das, was ja auch mal kurz ETC fahren waren, es waren nur noch 13 Minuten Fahrplan. Als ich reingegangen bin, aber hatte auch 3000 oder sowas am Haken. Und auf Sari mit 2x halb durch. Aber sonst musste ich hinter mir leiten. Tja.
ich weiß nicht, so einen richtig schweren Güterzug, den sollte man am besten rollen lassen, wenn es geht. Bis der mal wieder auf Fahrt kommt. Man sieht's hier. Gut, sind jetzt nicht die einfachsten Bedingungen, aber braucht ein bisschen. Oh, jetzt glaube ich, weiß ich ungefähr, wo ich bin. Die Stelle kommt mir bekannt vor. So, Katowice, Wuhu, Statsik. 3,5 Kilometer, das ist unser Endhalt. Also zumindest für den Trip. Ja, nice, 30. Das glaube ich war doch das eine Zimmer-Starter-Szenario, wo du genau in die Gegenrichtung herausfährst. In dem. War das nicht sogar das Tutorial? Gerade nicht sicher. Unter anderem. War doch nicht so falsch. So, was steht hier? Set Shunting Handle, Power Control and Reverser to Zero Position, Turn Off Compressor and Converter, das macht Sinn, Open Circuit Breaker, Power Panel Gas by Emergency Brake and then Set Handle to Disable Position, Release Local Brake, Deactivate Cabin. Ja, klingt ziemlich Standard zum Wechseln. Ich sage, der zweite Teil vom Zug, den wir dann da mitnehmen, genauso schwer wie der erste. Ja, ich weiß ja nicht. Die 3000 Tonnen fühlen sich schon sehr gut an. Muss jetzt nicht unbedingt mehr sein. Oh, nächste Pfeiftafel. Ich wüsste jetzt gar nicht, was das maximale wäre für die ET22, aber 3000 Tonnen klingen halt schon ziemlich grenzwertig und so, bis es gerade anfühlt zum Fahren. Alles, was schwer ist, glaube ich, hätte ich gerne eine zweite. Oh, ich freue mich schon so, bis in TD2 das dann umsetzen, dass die zweiten und dritten Lokomotiven dann richtig funktionieren. Kann man wirklich mal einen Lokzug machen, ohne dass man Angst haben muss wegen der Bremse. Ja, am schlimmsten ist ja dieser eine Zug, den ich da gestern ausprobiert habe, dieser Personenzug mit der ET22, weil einfach literally halt nur zwei Wagen hinten dran sind. Das Ding macht einfach einen Raketenstart, wenn du da Gas gibst.
So, schon wieder rot. Warum habe ich keine Einfahrt? Was ist da los? Ja, servus, dass ich dich mal live erwische. Ja, ist selten. Aber ab und zu kommt es mal vor. Och nee, bitte lass mich nicht anhalten. Oh, vielen lieben Dank. Der Lion Club sagt Danke. Einfach nur, weil ich es kann. Stash, it's Capalnia, 443021 requesting entry. Also, please note that the locomotive will switch to train 444020. Stash, it's Capalnia, acknowledged, and entry was granted for you. Please pull up just before the departure signal, and once the locomotive is detached from the train, report readiness for maneuvers on the radio. Understood. Alles klar. Wissen wir Bescheid. Auf jeden Fall hast du mich schon so zu einigen Games überredet. Gut, zu welchen denn beispielsweise? Nur so mal aus Neugier. Komm, komm. Ah, shit. Das war schon wieder zu viel. Komm, 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 komm. Bitte bleib nicht stehen. Du schaffst es. Oh, das wird so eine Katastrophe hier. Kommt da immer neue Texte, wenn ich Knopf drückt? Ich meine, ich kann nochmal drücken. Naja, diesmal tut sich nichts. Ah, ich hab jetzt schon Verspätung. Ja, ist ja gut. Wow, das Ding ist am Anschlag. Ist Raycard effektiv. Ray was on and war der Endstoß zu überzeugen. Sehr cool. Ah, diese Raycard Simulator muss ich auch wieder spielen. Da kommen die ganze Zeit Updates auf Steam. Wollen wir mal ein paar Strecken wieder angucken. Nein! Shit. Komm, 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 komm. Alter, nein. Komm, komm, komm. Red nach hinten, bitte. Ah, schuh. Komm. Hast du ansonsten den Cheat-Modus? Scheiße, ich sehe den Cheat-Modus nicht. Wolltest du vorwärts? Oh, hast du das nicht mit der Spannung hier? Ich glaube, ich habe jetzt ein kleines Problem. Wenn ich jetzt noch eine Stufe hochgehe, dann knallt es mir gerade wieder einen rein. Ja, Sanden bringt mir ja nichts. Die dreht ja nicht durch. Zieht ja nicht hoch. Nee. Das gibt's ja nicht, dass du das nicht hast hier. Ja, ich glaube, das war's. Oh, eine Stufe mehr.
Ja, ich glaube, wenn ich das so weitermache, dann dauert es bis morgen, bis wir da sind. Ja. Und er kickt. Ich glaube, wir müssen da mit Anlauf ein bisschen rein. Interessanterweise. Geht's auch nicht mehr rückwärts. Macht mir keinen Sinn, dass wir hier nicht rückwärts kommen. Ja gut. Also. Rückwärts soll es sein. Hoffentlich macht die KI da mit. Aber nicht mehr rückwärts will er. Stimmt was nicht. Mal kurz gucken. Hinter mir ist auch nix. Was ist denn jetzt kaputt? Bremsen sind gelöst? Wir bewegen uns nicht vom Fleck. Das gibt's doch nicht. Ich würde jetzt irgendwie gern so ein Slash Recovery machen wie bei TD2. Chat, habt ihr einen Tipp? Jetzt tut sich was. Weiß man, es geht doch bergab. Sollte vielleicht mal noch hin. Das klingt halt sehr nach angelegten Bremsen. Nochmal zur Sicherheit. Ja, momentan ist es gewollt, weil ich hier den Hügel nicht raufkommen bin. Deswegen ist gerade die Idee, ein bisschen weiter nach hinten zu fahren. Um ein bisschen mehr Schwung raufzukommen. Ja, geil. Das müssen die Bremsen sein. Oh, warte mal. Sag mir jetzt nicht, das war's. Nochmal zum Testen. Nee, oder?
Alter. Wow. Und ich bin mich hier ab. Nee. Und ich dachte, wir wären voll gelöst. Ah, das ist ein bisschen blöd, dass hier abgeschnitten ist. Ja, geil. Jetzt bin ich erst recht zu spät. Oh, Mann. Ja, also, zieht sich jetzt gleich viel besser, wenn die Bremsen nicht dran sind. Vielen lieben Dank für den Sub. Wahnsinn, jetzt kommen sie. Hast du dich schon mal aus dem Fenster gelehnt? Nö. Sollte ich das? Okay. Nö, ich bleib hier drin. Moin Kollege, sorry, dass ich deine Ausfahrt eventuell verspiete. Ich hatte ein kleines Brems-Issue. Geht es auf der anderen Seite auch? Nee, krieg ich zumindest das Fenster nicht runter. Zumindest nicht, solange ich hier drin sitze. Lass mich mal raten. Der Kollege rechts von uns, das ist der, den wir wieder mitnehmen. Ist aber nur geraten. War da nicht etwas, dass man hier... Stimmt, das mit dem Funksignal-Ding, was wir ja auch noch beachten. So, lassen wir mal rollen. Bis zum Signal vor. Meter. Ja, also ein kleines Stück können wir noch ein bisschen ran. Sagten das Zugende. Ja gut, wir sind aber drin. Dann können wir auch hier stehen bleiben. So. Dann will er jetzt nochmal, dass ich ZTW drück. Und das heißt abkuppeln. Stashitz Copalnia, the locomotive from 443021, has been detached from the train. Müssen wir es auch noch machen. The locomotive from 443021, we're heading to sorting track 26, then switch cabins and proceed via the free track number 6 to the other side of the station. Understood. Machen wir.
der Fahrzeug verlassen. So, wie funktioniert das jetzt hier? Alles trennen, Hauptbestattung trennen. Und sag mal das hier. Okay. Ist das mit Handbremse? Ist nicht. Okay. Ja, dann wäre das erstmal ready. Ja. Anderer Führerstand natürlich ist mal ganz gekonnt ignorieren. So, zweiter Stromabnehmer. Achso, ja, Moment. Da war ja was. Gut. Ey, Leute. Rangieren in Simre. Mensch. Der Tag ist endlich da. Bin jetzt nur noch im Multiplayer. Aber ich freue mich schon mal auf die Custom-Szenarien, die dann vermutlich mal demnächst kommen werden. das war jetzt gerade ein bisschen... Nein, bitte nicht. Sehr geil. Sehr geil. Jetzt kann ich das Ganze nochmal machen. Ah, nee. Okay. Geil. Thousands of tears later. Ja, das kann man so gelten lassen. Sehr gut. Dann machen wir hier mal die Lichter aus. Bis auf 1. Und das gleiche Spiel nochmal. So, erstmal den hier. Dann den hier. Gut. Also, Kollege. Ja, dann mal ready. Dashit's Copalnia, the locomotive from 443021, has been detached from the train and is ready for maneuvers. And it's locked in here. 443021, we're heading to sorting track 26, then switch cabins and proceed via the free track number 6 to the other side of the station. Understood. Mama. Ah, schön piano jetzt. Wehe, die Lok bremst jetzt nicht. Dann wäre ich jetzt ein bisschen mad. Okay, Bremsen funktionieren. Ja, das reicht.
Oh, Brems. Ah, geht doch. Okay. Und abgesperrt. Sag mal. Jetzt auch einfach so machen. Also, das wird jetzt ein Spaßprozedere. Jetzt machen wir das mal den ganzen Kram hier aus. Das können wir so lassen. Machen wir aus. Ja, das machen wir auch aus. Na gut, Scheibenwischer könnte man eigentlich auch noch ausmachen. So, du Kollege, Funkadapter. Kabinenschalter B. Das sollte es eigentlich gewesen sein. Ja. Probieren wir es mal aus. Auf der anderen Seite, wie da alles angeht, habe ich irgendwas richtig gemacht. Gut, dann haben wir mal wieder. Machen wir dich mal an. So, einmal hoch. Einmal hoch. Kleiner Fehler ist dabei. Oh. Ich glaube, ich weiß sogar was. Ich glaube, es ist schneller, wenn ich draußen durchgehe. Ja. Gott, den Nerv. Ja, jetzt aber. Fahrzeug verlassen. Was, das war's nicht? Was war's denn dann? Ich dachte eigentlich... Was ist jetzt alles aus hier? Funknaschal B, Funksignal Splitter 1-0. Richtungswende. Oh. Dankeschön. Okay, kann man die Tür zumachen, bitte? Türen schließen, dankeschön. So. Ja, aber bei einem muss dann eh wieder raus. Gut, da haben wir nichts, das passt. Du bist schon wieder aktiv, das habe ich gemacht. Kann ich eigentlich mal hinsetzen. Bremsstellung, Güterzüge, das machen wir wieder an. Stromabnehmer sind nicht oben. Weil, warum nicht? Ach, Moment mal. Das war's nicht. Wieso magst du mich nicht? Ah, okay. Alles klar. Wie gesagt, wir haben wieder Saft auf der Leitung. Du magst mich nicht. Komisch, Reset habe ich gemacht.
Hauptschalter, warum magst du mich nicht? In dem Hauptschalter. Wow. Okay, das ist schon mal gut. Dann. Na, halt, bevor der Kompressor kommt, umformer. Sieht gut aus. Kompressor sollte auch mit an sein. Sonst noch irgendwas übersehen hier. Das brauchen wir alles nicht. Ja, ich glaube, wir sind bereit zum Rangieren. Gut, das passt. Na dann. Los geht's. So, wohin wieder? Heading to Sorting Tech 26, then switch cabins and proceed via free track to number 6 to the other side. Gut. Dann richtig angekuppelt haben, dann kann ja fast nichts mehr schief gehen. So, Instrumentenlicht hätte ich gern noch. Also im TD2 mache ich das ja eigentlich fast immer an, das Instrumentenlicht. Aber in der Tagfahrt. Was willst du? Reporting in, lock from 443021. The shunting disc has been provided. At marker W5, we'll switch cabins and move on to the track occupied by the train set 444020. Please be cautious of the track slope when changing cabins. Understood. Bis W5, alles klar. Ja, aber ich glaube, ich mache nicht nochmal einen Cabin-Wechsel. Ich werde rückwärts fahren und nach hinten gucken. Einfach zwecks Zeit. Ja. Gut, ich konnte einfach so rückwärts fahren. Es ist Cheaten, ich weiß. Aber geht schneller. Okay, ein G-Signal haben wir wirklich. Ja, eigentlich müssen wir ja nur hinter das TM da. Locomotive on Stashitz from 443021. You may now switch cabins and proceed onto the track occupied by the train set for 444020. Understood.
Nee, der prüft das jetzt aber nicht ab, oder? Da kann ich ihm sagen, mach mal. Ha, geil. Okay. Tja, das funzt. Ja, ich habe eine ED22 mit Rückfahrkamera. Das läuft schon. Tonnen wiegt das Biest, sehe ich gerade. Das ist der andere. Ja, schön Piano daran. Ich werde mal schauen, ob der dann auch wieder so nach hinten puffert. So TD2-Style oder ob das smooth geht. Aha, I see. Das müsste reichen. So, Kupplung. Kupplung. Wieso magst du mich nicht? Nee, oder? Geht das nur, wenn ich in die andere Richtung gucke? Oder noch einen Tick ran? Kannst du mal probieren. So, komm, löse mal. Ja, leer dann kann ich aber nicht. Och nö. Ja, wenn es denn sein muss. Dann schalten wir halt hier wieder alles ab. Ja, den kann man eigentlich anlassen. Ja, ja. Irgendwas auf die Schnelle vergessen. Den können wir anlassen. Brauchen wir sowieso nicht. Was das jetzt wirklich ist, aber dann. Nee, Saft. Okay, Saft haben wir. Ja, komm. Ja, komm. Was ich jetzt nicht gemacht habe, ist... Ich habe jetzt keinen fatalen Fehler gemacht. Oder mal schauen, reicht es schon? Nee. Was?
Hey, ich muss mal ganz kurz modtechnisch was machen. So, dann hätten wir das modtechnisch mal kurz erledigt. Ich habe bei der Bremse was vergessen. So. Das wäre sonst ein bisschen fatal. Wobei, nee, anders. So. Ja, das läuft ja super mit dem Manöver. Moin, Hotspanner. Ja. Haben wir jetzt hier alles. Das ist soweit ready. Also ich bin dran. Mehr kann ich jetzt nicht machen. Wieso kann ich hier nicht ankuppeln? Was ist denn der? Ah. Wow. Hätte ich die ganze Zeit nur da hinten hingehen müssen. Ja, mir ist schon klar, dass ich die Lok laufen kann. Aber so geht's schneller. Ja, gut, dann bleiben wir dran. Mal nehmen wir hier wieder absperren. Dann geht's wieder auf die andere Seite. So, verschalten hier. Ja, dann können wir gerade noch das Licht hier mit ausmachen. Und dann wär's das. So, Tür schließen. So, Tür. Guck mal an, Dankeschön. Ach ja. Was haben wir hier noch? Das braucht man nicht. Gut. Saft haben wir drauf. Sehr gut. Umformer. Machen wir hier nochmal alles an. Ready für Kompressor. Scheint so. Hast du denn schon im Stream alles gemacht? Ja, das Szenario, genau bis kurz vorhin, wo ich an den Gleis bin, dann kurz Giebel gefahren und jetzt nochmal bis hier hingespielt. Und hoffentlich kann ich es jetzt fertig machen. Das ist an, das ist an. Du kannst mal fahren gehen, dafür machen wir dich mal rein. Scheiße, ich hab hinten den. Ich glaube, ich bräuchte echt meine Checkliste. Mann, 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 ich bin so ein Chaot. Den Gleis, ja, weil doof. Das war so ein typischer Bravura-Moment. Oh, jetzt geht's zu. Nee, nee, nee. Okay, alles weiter. Ich glaube, ich werde bereit. Stash, it's Capalnia for train 444020. The train is connected after maneuvers and is ready to proceed as train 444020. 444020, could you please provide an analysis of the train?
31 wagons, 3,000 tons, 437 meters long, locomotive ET-22-911, engineer Kishekowitz, train ready for departure. Thank you. Readiness number 31, signaling now provided. Yes, let's go. Dann, Lokomotive macht mit. Helft mir da nochmal ein bisschen nach. Ja, Bremse. Was sagt der Fahrplan jetzt? So, Katowice, Much, Sosnovyj, dann Doka, der Prova, Gorica, Vyshotnia, to be Daisy LC. Daisy LA. Okay. Also, wir fahren mal ein bisschen Daisy. Passt. Ich finde das Auto bzw. DLC bis jetzt. Also das DLC sind ja eigentlich ja nur die Güterwagen und die Lok da. Die Lok an sich ist ganz nett. Also schön, dass man da so viel einstecken kann, vor allem im Maschinenraum. Für 18 Franken oder Euro kann man halt schon ein bisschen sagen, dass es ein bisschen teuer ist. Wenn ich es jetzt ein bisschen weiter betrachte auf das ganze Update, also auch das, was kostenlos kommt. Es ist schön, dass wir jetzt endlich mal mehr Stellwerke gekriegt haben. Leider halt nicht mechanisch. Und sie haben es ein bisschen größer angekündigt, als es dann ursprünglich war. Also Gott, das Thema Rangieren. Jetzt haben wir da halt zwei Missionen, drei, wo wir das machen können. Das war's. Das ist ein bisschen schade jetzt. Da hätte gern mehr kommen können und vor allem im Multiplayer. Aber es geht in die richtige Richtung, was sie da machen, so grundsätzlich. Ja. Machen wir den hier nochmal. Das kann die Lok so grundsätzlich. Das Aufrüsten im Kalten ist halt recht umfangreich, weil du halt im Maschinenraum sehr viel einstellen kannst. Ist im Multiplayer halt noch nicht so relevant, nur im Singleplayer, wenn du sie kalt startest. Und da fährst du halt die richtig schweren Züge hier. Aber man braucht sie jetzt nicht unbedingt für das ganze Simulator-Erlebnis. Oh ja, Dieselloks werden super. Und irgendwann mal die Dampflok. Irgendwann mal. Ja, aber dafür ist es halt realistisch, ne? Also ich sage grundsätzlich nicht nein, wenn die Loks da entsprechend detailliert umgesetzt sind, dass man mit allen möglichen rumspielen kann. Die Umformer wechseln und hau mich tot. Du wirst es selten brauchen, aber es ist halt da.
Leute, es wird hart an der Grenze hier. Komm. Hoch 10 da. Oh, schaut mal, was hier die Leistungen machen. Genau bei sowas hat es mal letztens dann eine Klatsch gehabt. Gefährlich. Also es ist schon herausfordernder zu fahren als wie die anderen Sachen. Oh, Pendolino aufrüsten müsste ich jetzt auch mal gucken. Ansonsten erstmal alles einschalten. Irgendwann geht er schon an. Received from Stashits to KMB, proceeding on the left track. Was? Warum? So fahren wir links. Abstecher nach England. Kriegen wir Geschwindigkeit. Läuft. Je schneller, umso besser. Auf D1 gäbe es jetzt dann wieder Diskussionen, ja, warum links und kein Wend und so. Auch wenn es kein Wend ist. Also am besten war schon mal Designer Pendo da, der etwas verspätet worden ist und der hat dann 15 Minuten drüber diskutiert. Dezent zu schnell. Ja, genau. Ja, PT Bettchen. Weiß nicht, wenn der FDL sagt, du wartest da, dann wartest du da. Das ist ja vorher, wie lange du warten musst. Ich meine, und in einigen guten Umständen, wenn der Güterzug gerade richtig gut wegkommt, dann kann er die PT tatsächlich skippen, ohne dass es dann groß Impact hat. Fährt er halt hinter der S-Bahn hinterher. So. Ah, shit. Katowice Mahowitz KMB 44-40-20. Radio check after switching to channel 5. Loud and clear on KMB. Proceeding to Stoiska on the left track 44-40-20. Understood. Oh, left track. Jetzt mal kontrollieren. Thank you.
Jetzt hat er hier nicht die Bremse noch mit drin. Komm mal lösen hier bitte. Danke. So, 40, 50. Immerhin ein bisschen Speed. Schlimmsten finde ich den Zementzug in Sosnovyi Bryutny oder so. 30 Minuten macht er meistens nicht vor 20 Minuten dann doch nicht annehmen und keine 10 Minuten später. Dazu hängt das der Player raus. Ja, das ist aber auch eine gemeine Stelle. Also gerade wenn zum Beispiel die anderen Züge irgendwie Verspätungen haben. Das mit dem Eingleisigen und der KI unten dran. Da teilweise ewig, bis du da was durchgeschickt kriegst. Vor allem wenn er dann auf seinen anderen Zug beharrt. Also, Papier wäre so offiziell links gewesen. Okay. Egal, haben wir schon mal eingestellt. Oh shit, ja. Da bremse ich jetzt nicht runter. Jetzt muss die Weiche abkühlen. Ah, geht doch. Wunderbar. Können wir noch die ganze Nase wieder durchfahren. Nee, das mache ich nicht mit den 20ern. Jetzt wieder nach oben. Wow, muss echt aufpassen hier. Also wirklich schnell wird es auf der Strecke nie. See.
Also. Wenn du hier ein bisschen Trainspotting machen willst, bräuchtest echt mal ein Auto. Also, bis du in der Nähe von dieser Pampa kommst. Und dann noch ein Fahrrad mit dazu. Wo hast du den, Yoshi? Was hast du denn? Die bremst doch nicht runter. Herdtafel ignoriert. Hast du wieder einen Wechsel gehabt? Ja, gute Nacht. Da wird es gerade ein bisschen schnell. Also Arbeit auf der Strecke. Moin sehen. Die gleiche Stille. Na, habe ich jetzt wieder Glück bei dem Signal da vorne oder eher weniger? FDL, mach grün. Hahaha, geil. Hat funktioniert. Also vermutlich weniger wegen ZDW, aber wegen Abstand. Ah, man könnte ja so geil rumrangieren. Wenn man noch könnte im Multiplayer. Die Strecke ist da. Stellwerke auch. Müssen uns nur lassen. Da haben wir ja auch die Bude. Ich nicht ausmodelliert, ne? Nö. Sieht so aus wie alte Gasometer hier. Die Überreste. Schon wieder rot.
Oder auch nicht? Mann! Das hasse ich wie die Pest, wenn die Sachen immer so ultra spät kommen. Aber Gott sei Dank ist es auch oft in der Realität so, sonst machen die Memes nicht. Kurz am Signal, dann erst grün. Gerade in Deutschland witzig, mit 500 Hertz. Freut sich der Lokführer. Das ist dann die Stelle, wo ich wieder rechts rüber komme, dass ich normal fahre. Oh ne, 20 werde ich auch wieder gekonnt ignorieren. Oh, das ist vielleicht nicht ganz so schlau. Es ist so unnötig für so einen kurzen Abschnitt. Gleisbruch oder ähnliches. Na komm, zum Schluss. Interessant. Jetzt. Ja, das mit den Punkten wird nichts, aber ich will hier keine 20 fahren. Ich finde es interessant. Da war ja eigentlich noch eine 70er-Tafel auf der Strecke. Ach, das ist der 6. Zufluss. Ah. Ich würde so lachen, wenn ich dann irgendwie mit 100 Punkten oder so noch rausgehe. Guck mal, da sind die wieder näher.
Minus 34, 35. Es läuft. Ich habe auch nie den Abschnitt gemacht, wo die Güterzüge da hinten immer spawnen. Multiplayer-Server. Ich warte immer, bis sie ein bisschen weiter rausgefahren sind, wenn es geht. Oder, wenn man noch irgendwie was vorbereiten will, kann man sich hier schon mal reinsetzen. Lass die Automatik fahren, bis nach da vorne, wo es dann wieder weitergeht. Mit normal, ganz normaler Geschwindigkeit oder relativ normal. Und dann beide. Aber die ganze Zeit damit 20 rumgurken. Nee. Ich bringe die KI da nicht durcheinander damit, dass ich da so mega zu früh da komme, wenn ich da so schnell unterwegs bin. Moin Kollege. Oh, das ist ein langer Kollege. Naja, hätte ja sein können, dass sie vielleicht so gemein sind. Irgendwie einen Zug vor mir rauslassen. Und da zum Beispiel. Und ich den dann entsprechend hinterher fahre. Die Signale wird ja eh gespawnt und bitte geändert etc. Okay. Wie viele Minuspunkte denn noch? Jetzt darf ich schnell fahren. Für den Moment zumindest. Ja. Nehme ich die 30 mit. Oder fahre ich 70 durch. Ich tue mal so, als gäbe es die Lade nicht. Ich weiß, ich bin schlimm. Nö, 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 nicht existent. Die wurde schon renoviert. Oha. Cool. Kommt der jetzt auf einmal her? Oh ne, das hat man wieder nicht gewischt. Ach so, klar.
Gut, fahren wir mit 3. So, komm, Kollege, zieh mal. Diese Schwankungen sind echt zu real. Oh nee, er zieht weg. Nein! Rennen verloren. Endlich geht's voran. Freue mich. Ja, geplante Uhrzeit. 16:19. Ja, da hätten wir vorher gerade eine gewischt gehabt, wenn die aktiv werden. Wieder der nächste runterfahren. Einmal grün machen bitte. Ah, geht doch. Ach, das ist der Bahnübergang da, ne? Ne. Wir bleiben bei den 70. Kinder, die ich nachmachen. Schon noch witzig, dass der da keine Schranke hat. Sag mal, du hast das Skript ja komplett auseinandergenommen, ja? Und gibt es die ersten Szenarios von dir? Ja, stimmt, da ist er noch 50. Die wollen wir aber vielleicht mal fahren. So, nee, weiter geht's noch zur Ruder. Was für ein VMAX haben wir jetzt nochmal auf der anderen Richtung? Das haben sie ja jetzt hochgesetzt.
War das jetzt 100? Nee. Oh doch, 100. Ist die eine Stelle, wo. Upsle. Wo du nicht weiterkommen bist? Oder bin ich an der Stelle schon vorbei? Also beim ersten Durchlauf. Schon vorbei. Ups. Oh, das ist grenzwertig. Das ist so gemein, ey. Aber geil. Was ist über der jetzt? Oh, geil! Lokzug! Nice! Hätte ich jetzt auch Bock im Multiplayer zu fahren? Einmal was anderes? Ja. Ja, da mal so ein paar EP09s ineinander klatschen. EP09 und der Güterzug. Das sehen die Leute ganz besonders gerne. So, da geht's jetzt runter. Lass uns mal rollen. FDL. Mach grün. Dorota 44-4020. Radio check after switching to channel 5. 44-4020. Loud and clear, Dorota. Understood. Geht doch. Hätte jetzt gedacht, er drückt ein bisschen mehr nach unten. Oh, scheiße. Oh, da kannst du da füllen drin. Oh, ich glaube, das hat jetzt ziemlich eh noch keinen Effekt. Was ich interessant finde, ist, dass wenn er auf alle drei geht, dass wenn der dritte zum ersten Mal hochgeht, geht der zweite runter. Im Moment.
Ciao, mein Kollege und ciao. Ich glaube, davor kommt nochmal ein Radiowechsel, oder? Yo. Dąbrowa Górnicza Wschodnia, 44-40-20, radio check on channel 4. 44-40-20, loud and clear, in the Dąbrowa Górnicza Wschodnia, providing passage, departing on the left track towards Kozio. 44-40-20 to Kozio on the left track, acknowledged. Czy wieder links? Jetzt sich das Zeug. Na, nicht. Na, ja, ein bisschen schneller. Lassen wir das mal so. Macht der Timer? 3 Stunden schon. Holy moly. Dann habe ich jetzt mein ET 22 Erlebnis dann auch mal gehabt. Gut, wenn man die ganzen Sachen dann noch mit dazu rechnet, was ich doof gemacht habe, dann eher nicht bestanden. Aber hätte schlimmer sein können. Passt gut so mit die 40. Nächste Kollege, moin sehen. Ja, ich fuck, glaube ich lieber mit 2. Da hinten mit der Schmelze, da könnten wir eigentlich mütertechnisch auch noch was Geiles anstellen. Hat sehr noch extrem viele Gleise da hinten in dem ganzen Bereich. Dass wir dem Zug doch niemals auf 100 hochschaffen. Ja, sogar da unten was abgestellt. Nice. Wow, und der nächste. Wir haben es 15:35. Da bin ich mal richtig gut in der Zeit. Ich war so viel schneller ohne die ganzen Lars.
Stimmt, wenn die Multiplayer-Battle auf der Seite stehen würde, wäre es auch nice. Was so ein Lazy. Das wird so viel mehr hermachen. FTLs machen interessante Sachen hier. Aber soll man recht sein? Boah, und jetzt noch hochfahren bis Warschau. Boah, ey, auf der langsamen. Dreifach Power. Oh Mensch, sogar mein Kiebel. Wir werden langsamer, das ist ein bisschen uncool. Aber schleudern tun wir nicht. In Katowice war schon genau stehen, in Katowice abgestellt, die. Das ist ein Kiebel. Das ist eher. Komm, 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 komm. Zieh große Loch. Knapp gewesen. Alter, wie das hin und her geht, Mann. Moin sehen. Upp. Oh ne, geh nicht so hoch. Ich werde aber auch kein Tick schneller. Nicht rutschen. Sind wir jetzt noch richtig in Sinn, dann geht es erst noch mal ein bisschen bergab und dann aber noch mal den Berg nach oben und dann runter wieder nach Lazy.
sagt eigentlich der Fahrplan zu dem? Alles klar. 80. 60, 80, 40, 80. Also, so eine zweite Lok würde dem Zug schon nicht schlecht tun. Da hätte aber ein bisschen mehr Spaß zum Fahren. So, FDL, was ist Sache da vorne? Ja, reagiert schon mal nicht. Das ist jetzt nicht so geil. FDL, mach grün. War ja klar. Was kann sie? Mehrfachfraktion. Ich meinte ja. Aber ich will jetzt die Hand nicht dafür ins Feuer legen, aber hätte jetzt schon gesagt, ich sollte das können. Warte mal. Ja, doch. Das kann die hundertprozentig. Zurück auf die normale Seite. Warum auch wir immer da auf der linken Seite fahren haben müssen. So, warte mal. Hinter uns hätten wir schon vorher rechts fahren können. Da unten wieder 40. Mein Kollege, sorry fürs Ausbremsen. Nicht meine Schuld. Oh.
Geht doch. Der machen wir das mal wieder aus. Der ist wieder ein. Das soll es eigentlich auch extra Punkte geben. Stimmt, das geht ja da unten so rüber. Kilometer. Alles so langsam. Soll fürs Fahren ohne F2 und F4 auch gut gehen. Bremse ich da jetzt? Na komm, geh mal ein bisschen runter. Lass uns langsamer werden. Hauptausfahrt aus der Hütte da hinten für Umschlag Lazy. Was Spezielles? Nee, sieht nicht so aus. Ich habe fast schon das Gefühl, jedes Mal, wenn es so ein bisschen laggt, spawnt eventuell irgendwo ein Zug. Ist aber nur so eine Vermutung. Kilometer, dann werden wir de facto da. Dann nochmal abkuppeln und dann ab ins Depot. Finally. Dann haben wir es geschafft. Ja, wie gesagt, das kann eben ein bisschen davon provoziert sein, dass halt OBS im Hintergrund den Rechner am Stressen ist. Aber das bin ich schon gewohnt. TSW und Co. Wobei TSW legt auch ohne, dass ich irgendwas im Hintergrund macht. Hört er de facto schon zum guten Ton. Ich frage mich gerade bei Lazy, beim Bahnhof, ob er mich auf die hinteren Gleise schickt. Oder mal, ich kann es mal nachgucken. Schickt mich da auf die hinteren hin.
Aber die vorderen. Ah, sind ja die ganzen Rangiersignale. Na komm, hoch auf die 60. Finally. Endlich in Ruhe fahren. Keine La erstmal. So die. Ne, der ist reicht schon von der Leistung, wenn ich ja, doch auf dich gehen. Gibt es eigentlich einen Umlauf, wo die ET22 die ganze CMK abfährt mit irgendeinem Zug? Oder macht die so wie die anderen Güterzüge nur so Teilstrecken? Ich habe mal das Excel ja auf dem Discord-Server mal reinpostet, wo die ganzen Fahrpläne drinstehen. Aber ich habe es auch nicht genau recherchiert. Der Multiplayer. Wirklich so ET22 zu, ganze CMK runter. War schon Katowice und umgekehrt. In der Nacht. Sorry, ab. Okay. Also nicht komplett. Die kommen dann unten bei Sosnovec dann wieder rein Richtung und von dann Katowice weiter oder wie? Ah ja, dem Strecke bis Kato, okay. Kilometer noch. Was mir jetzt gerade so einfällt, ob sich der Sound ändert, wenn man beim Fahren in den Motorraum reingeht. Oh, grenzwertig. Eine längere Grünphase habe wieder. Ich das mal mit dem Motorraum aus. Ein bisschen der Maschinenraum so.
zum Beispiel jetzt, nachdem der Leck vorbei ist. Komm. So, mal kurz aufstehen. Naja. Ich würde mal sagen, das klingt ziemlich gleich. Hätten wir das auch mal ausprobiert. Geil. 80. So, Kollege, bremst mal ein bisschen rein. Also das Stellwerk, das muss richtig stressig sein hier drin. Dafür die Ausweichstelle. Aber ein Riesenbunker für das bisschen da. Oh, einmal Wechsel. Was? Was? Was ist Elte? 444020, Radio Check on Channel 2. 444020, loud and clear, and Elte. Understood. Elze, okay. Interessant. Bis es mal im Multiplayer bringen. Hier ist Elze. Ja, vielen lieben Dank für den Raid und hallo an alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Herzlich willkommen beim Simrail-Wahnsinn. So, komm, schmacke es. Ah, das ist Schwankungen. Irgendwie geil, aber auch nervig zeitgleich. Dankeschön. Moin sehen! Und wie läuft die Rebelli? Wie viele Unfälle hat es gegeben? Wieso kriege ich 20? Was mache ich da Schönes? Zug kriegt wieder rein. Oh ja. So, geplante Durchfahrtzeit 16, 19. Wir sind sehr gut in der Zeit. Schau, wir sind auf die 80. Ah, darf ja eh gerade wieder runterbremsen. Wieso 20? Was ist das für eine 20er Stelle da?
glaube, ich fange mal an zu bremsen. Oh, fahren wir da jetzt doch mit dem Rangiersignal rein auf der vorderen Gruppe in Lazy. Ich muss ein bisschen mehr bremsen. 3000 Tonnen drücken ein bisschen. Na, okay. Ist eine normale Stelle. So müsste das passen erstmal. Ah, da kommt der nächste Gigant entgegen. Ja, relativ. Den 08. Ja, den können wir jetzt auch wieder ausmachen. Wäre es besser. Ah, sind da die 20 hier drin? 60, nee. 40 dann aber. Das war es nicht gewollt. Ah, da kommt sie ja. Ah, ich weiß nicht. Die Zantiger könnte man hier auch rausnehmen. Hat so ein bisschen Emelin-Vibes da hinten eigentlich, die andere Strecke, ne? Schön mit 20, 30 allerhöchstens durchjagen. War ja eigentlich ein schönes Stellwerk. Aber diese ganzen Nasen, ich glaube. Gibt eigentlich nichts Schlimmeres als Emelin, so rein von der Durchfahrtsgeschwindigkeit her. Gut, wobei Zübeck ist auch ganz nah dran, aber ich weiß nicht, was ich schlimmer finde, Zübeck oder Emelin. Plus. Nee. Ich glaube, ich zieh mal. Ach, hier ist es erst vorbei. Ja, ich glaube, ich habe schon so viele Minuspunkte. Da ziehen wir jetzt mal ein bisschen schneller durch. Also wenn ich zum Schluss echt Pluspunkte habe, dann bin ich erstaunt.
Da kommen sie. Oh, ah, shit. Und es hat mal wieder geklatscht. Diese beschissenen Schwankungen. Ja, gleich nochmal. Soll ich vielleicht langsamer machen. Na komm, geh mal ein bisschen nach oben. Warum bist du jetzt hier so am Struggeln? Ich glaube 700 Meter und dann geht's wieder gleich. Finally. So, und zu dem Depot da hinten geht es dann zurück. Das müsste das zumindest sein. Da wo die andere Lok da gerade steht. Es wäre genau so ein Ding für einen Multiplayer, dass da hier die Loks irgendwie spawnen, dann gehst du da rein, sagst dann vor den Slider, ja, bist bereit, ready, fährst du deinem Güterzug hin und dann ab, raus in die große, weite Welt hier. Bei den Lazy wäre das dann besonders ein Challenge, weil du dann hier den durchgehenden Verkehr hast, dass du die Loks da durchbringst. Wenn es nach Fahrplan ist, kann ich gerade so richtig spawnen. Dass du gerade schon ein bisschen Luft hast. Beziehungsweise hat es ja eh hinten ja eine Überwerfung. Wenn wir dann hinten reinkommen. Über die wir dann eh in die andere Richtung fahren werden. Und falls ihr fragt, woher ich das weiß, ich habe es zufälligerweise bei Yoshi gesehen. Als er genau die Mission noch gefahren ist. Yay, mal wieder hinten rum. Hätten sie aber hier auch ein bisschen was hinstellen können. Aber ich glaube, bei da hinten steht dann wieder was. Meinte ich. Ja, moin. Ich bin schon gespannt auf die Rangierroute, wo er uns hinfahren lässt, damit man da auf der anderen Seite rüberkommt.
Bremsen mal ein bisschen rein. Jetzt wird es dann doch ein bisschen schnell. Ja, da stehen ja die Sachen. Geht doch. Ja, das wäre der Plan. Soll ich jetzt über den antworten? I'm reporting in 444020, that's correct. 444020 after stopping, please detach from the train and report readiness for shunting after changing cabins. You'll proceed to the locomotive depot in the LB area. Understood. Alles klar. Detach from the train and report readiness for shunting. Ja, jetzt. Das wird ein Spaß, in Lazy mal ein bisschen rumrangieren. Ah, nicht rangieren, mal rüber zumindest. Einmal bis ganz nach vorne. Dann kann man bei dem Gleis ganz gut spielen. Sehr gut. Ja, ich glaube, da bleiben wir jetzt hier mal stehen. Hätten zwar noch ein bisschen Platz, aber das passt. Mal ein bisschen reinbremsen. Okay, einmal alles trennen. Soll ich jetzt gleich schon... Ich lasse das mal kurz mit den Lichtern hinten. Einfach zwecks Schnelligkeit. Also, FDL. Man on ready. 44-40-20 ready for shunting. 44-40-20, one moment. Das wäre vielleicht nicht schlecht. So. Geht doch. Und tschüss. Schon sehr nice. Will nur darauf achten, bis wohin eigentlich.
da noch mal eins? Ja, hier. Oh, der ist aber gemein in der Kurve. Gut. Ja, da ist B5. Schau mal aus, sind wir dahinter? Ja. Perfekto. Oh, einmal bremsen bitte. Und abgesperrt. Ja. Passt. Und machen wir den ganzen Prozedere mit dem Wechsel hier nochmal. So, der kann ja nicht anbleiben. So, Viertelstunde aus. Hier war ja nix. Ah. Hätte ich gerade schon wieder vergessen hier. Das soll es aber gewesen sein. Radio können wir noch wieder ausmachen. So, einmal raus, anderer Führerstand. Ja, Tür zu. Der hat mir schon gegeben. Okay. Södele, Führerstand Splitter, das nicht. Einmal auf A. War eh schon mit an. Okay. Hinter der vordere. Das brauchen wir nicht. Na, Saft. So, jetzt haben wir Saft. Jut, hätten wir wieder alles drin. Ja, nochmal zur Sicherheit tue ich gerade nochmal zeffen. Moment. Warum? Interessant. So, jetzt nochmal zeffen. Nö, das passt schon. Alles klar. Okay. Weil eigentlich. Ja, na gut, was soll's? Mit dem Radio. Immer nach vorne. Und los geht's. Sag mal, was ist mit der Bremse hier? Wieso tust du das? Ich hab doch hinten abgesperrt gehabt. Hier stimmt mal grundlegend was nicht. Der ist auch mit an. Ich muss mal ganz kurz im anderen Führerstand was nachgucken.
Das finde ich jetzt gerade ein bisschen sus. Ja, das sind abgesperrt. Wieso reagierst du dann so komisch? Warum? Verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, jetzt für das allerletzte Manöver kann ich auch gegen die Bremse arbeiten, aber das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Warte mal, ich gehe nochmal auf Absperren. Mach gar nichts mehr. Ja, gut. Ich dachte mal, könnte vielleicht auch ein Bug sein. Dann arbeiten wir gegen die Bremse. Ungeil. Ziemlich ungeil. Kompressor kann es nicht sein, weil im Reservoir haben wir genügend drin. Und dass der da oben jetzt falsch ist, das kann es eigentlich auch nicht sein. Oh, habt ihr was vergessen? Scheinwerfer! Gut. Was man natürlich probieren kann, ist es einmal voll durchziehen. Aber wenn die da jetzt rumbackt, dann habe ich ein bisschen Angst, dass ich mich komplett festfahre. Und ich dann überhaupt nicht mehr vom Fleck komme. Das ist jetzt eine kleine weitere Strecke hier. Sollen wir uns selber 40 erlauben? Ah, ich würde schon sagen. Freistrecke. Und ich werde so weit hochkommen. Ne, der lässt mich gar nicht so weit hoch. Oder? Ich kann es so ein bisschen erzwingen. Die Arme im Bremsen hier. Schauen wir mal langsamer. Ja, geil. Ja, da ist der Hügel. Ja, gut. 40. Los geht's. Könnte mir aber da ganz gut vorstellen, dass sie das da auch in der Realität machen, bei dem langen Abschnitt nach Absprache.
Aber Joshi, als du das Szenario da gefahren bist, hat die Bremse da bei dir normal funktioniert? Bei dem Wechsel da? Im ersten Durchlauf, okay. Da ist unsere ET22 noch ein bisschen verbuggt. Entweder das oder es ist irgendwas im Szenario-Trigger, was die 22er da nicht mag. Oh, die Liste ist noch ein bisschen länger, okay. Ja gut, war fast zu erwarten. Und einmal rüber. Mal Multiplayer würdest du hier nie fahren. Und schon sind wir auf der anderen Seite. Ah, geiles Lichtsetting. Und dann haben wir uns den Feierabend endlich mal verdient. Ich muss halt jetzt am Ende hin Alarm Sound wegen durchrutschenden Räder dauerhaft, bis ich keine Power mehr geben. Oh je. Ja, der nächste Patch kommt bestimmt so in 2 Wochen. Jetzt wäre erst die Ankunftszeit vom PT. Und wir sind schon wieder am Zurückfahren. Da bin ich mal im Feierabend. Ja, schon langsam. Ich kann morgen wieder um 5 Uhr aufstehen. Aber ein bisschen Schlaf schadet dann nicht. Ja, mal schauen. Wenn wir schon am Freitag dann wieder streamen. Ich hätte echt Bock auf die E1 Multiplayer und 9 Stellwerk. Aber das dann erstmal kriegen. Da sind wir daheim. Also gar nicht weicht mir. Na, ja, bremse dich von alleine. Na, ja, fast. Finally! Gesammelte Punkte 0. Ich hab schon fast damit gerechnet. Aber ist dann angekommen. Verbrauchte Energie 2691 Kilowattstunden. Ja. Lass mich raten, das Diagramm schaut furchtbar aus. Sofern er es überhaupt anzeigen kann. Ne. Oh, doch, er kann schon.
So schlimm sieht es eigentlich gar nicht aus. Jetzt hier ein bisschen zu schnell. Ja. Okay, liebe Leute, für mich war's das. Ich gehe jetzt mal in den Feierabend, muss morgen wieder früh arbeiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, eventuell sehen wir uns am Freitag wieder. Lass ich mir noch was einfallen. Ansonsten könnt ihr euch mal davon ausgehen, dass ich noch ein paar Simre Special Videos raushauen werde. Bis dahin, gute Nacht.